Herzlich willkommen zur Präsentation von Sprachwelt. Mein Name ist Thomas Zurfluh, ich bin Lehrmittelberater bei der Firma Schulverlag Plus AG. In diesem Video werde ich den Aufbau von Sprachwelt aufzeigen, dann in die verschiedenen Lehrmittelteile eintauchen, einen Einblick in die mögliche Jahresplanung vom Kindergarten bis zur 6. Klasse geben, erklären, wie Sprachwelt den Schriftspracherwerb unterstützt. Dann werde ich kurz das Team hinter Sprachwelt vorstellen, etwas zu den Kosten sagen und zum Schluss häufig gestellte Fragen beantworten. Wir starten mit dem Aufbau. Sprachwelt ist unterteilt in modulare und curriculare Teile. Die modularen Teile, das sind Spiel- und Lernwelten, die kann man sich vorstellen wie Bausteine. Eine Lernwelt ist eine Unterrichtseinheit über mehrere Wochen, aufgeteilt in gehaltvolle Aufgaben. Jede Lernwelt hat einen Kompetenzbereich aus dem Lehrplan 21 im Zentrum. Zu den Begriffen schnell. Wir reden von Spiel- und Lernwelten im Zyklus 1 und von Lernwelten im Zyklus 2. Die Übungsmaterialien, das sind die sogenannten curricularen Teile. Curricular, das heisst, sie folgen an einem Aufbau vom Einfachen zum Komplexen. Die Lernenden haben für das ein Übungsheft und die Plattform Sprachwelt Digital. Nochmal schnell zur Wiederholung vom Aufbau. Wir haben auf der einen Seite die modularen Teile, das sind die Spiel- und Lernwelten, also die unabhängigen Bausteine. Und auf der anderen Seite die curricularen Teile, also die Übungsmaterialien zum Sprachtraining. Gleichzeitig arbeiten die Schülerinnen und Schüler in Sprachwelt permanent mit Strategien und Reflexionsformen. Damit soll das zielgerichtete Sprachhandeln aus den Lernwelten, aber auch das Training optimiert werden. Wir kommen zu den Lehrmittelteilen. Der Fehlrausch Digital besteht aus den bekannten Teilen für die Assistenz, Planung, Durchführung und Auswertung des Unterrichts. Im Lehrmittel Sprachwelt ist der Fehlrausch aber noch viel umfassender als in den bisherigen Lehrmitteln. Sprachwelt hat kein Unterrichtsbuch zur Hand der Kinder. Stattdessen bietet Sprachwelt Spiel- und Lernwelten an. Das sind Lernumgebungen, die jeweils 5 bis 6 Wochen vom Sprachunterricht abdecken. In denen enthalten ist das komplette Material für 4 Schuljahre, inklusive aller Kopiervorlagen, Videos, Beurteilungsmaterialien und allen Kommentaren. Im Grundlagenband sind didaktische Hintergründe abdeckt. Den werden wir auch als Printversion anbieten. Zudem gerade noch mehr. Ebenfalls enthalten ist der Zugriff auf sämtliche digitale Materialien der Lernenden. Als Klassenmaterial gibt es die Strategie- und Reflexionskarten, die als Box angeboten werden. Die werden sowohl in den Spiel- und Lernwelten zum Sprachhandeln als auch zum Üben und Trainieren im Unterricht wiederkehrend eingesetzt. Weiter gibt es die umfassende Sprachbox mit 19 Kartensätzen zur Sprachförderung. Die werden in Zusammenarbeit mit der Spiel- und Lernwelt gebraucht. Die Sprachbox kann aber auch für die Arbeit im DATS-Unterricht eingesetzt werden. Der Grundlagenband enthält Informationen zum Umgang mit dem Lehrmittel sowie zu fachwissenschaftlichen und fachdidaktischen Fragen. Zu den Inhalten gehören die Merkmale des Lehrmittels und Lehrmittelteil, Umgang mit Heterogenität, Beurteilung, Unterrichtsorganisation, Jahresplanung, Zyklusübergänge sowie Grundlagen zum Schriftsprachenerwerb und zur Sprachförderung. Für Schülerinnen und Schüler bietet Sprachwelt unterschiedliche Pakete an. Paket 1 für einen Kindergarten besteht aus einem Arbeitsheft zum Thema Sprache erforschen. Dort wird vor allem mit Bildern gearbeitet. Paket 2 für die 1. und 2. Klasse beinhaltet 5 Arbeitshefte. In beiden Paketen ist der sogenannte Forschungsbogen enthalten, zudem später noch etwas mehr. Für den Kompetenzbereich Literatur im Fokus wird es 6 kleine Arbeitshefte geben. Die Idee ist, dass man 1 bis 2 davon im Kindergarten und 4 für die 1. und 2. Klasse anschafft. Die Literaturhefte gibt es als 10er-Paket. Wir kommen zum Sprachwelt Digital. Die digitalen Teile für die Lehrperson habe ich bereits kurz vorgestellt. Das ist der sogenannte Fehlrausch mit sämtlichen Unterrichtsmaterialien für 4 Jahre zum Bereich Sprachhandeln in allen Kompetenzbereichen des Lehrplans.
Auf Seite der Schülerinnen und Schüler gibt es eine digitale Plattform mit Aufgaben zu den Arbeitsheften und zu den Spiel- und Lernwelten. Eine Demo-Version ist momentan in der Endphase der Entwicklung. Zur Jahresplanung. Wir starten mit einer möglichen Aufteilung für den Kindergarten. Da sieht man, dass wir einerseits die durchgehenden Angebote haben, Sprachen im Fokus mit vielseitigen Sprachtrainings, und andererseits haben wir die modular einsetzbaren Spiel- und Lernwelten, die als Blöcke aufteilt über das ganze Jahr eingesetzt werden können. Im ersten, zweiten Schuljahr haben wir ebenfalls die durchgehenden Angebote Sprachen im Fokus mit vielseitigen Sprachtrainings. Da werden allerdings die Blöcke der Spiel- und Lernwelten ein bisschen breiter. Ein bisschen anders sieht das im zweiten Zyklus aus. Da haben wir in jedem Quartal den Fokus auf eine Lernwelt, kombiniert mit den beiden Arbeitsheften Lesen und Schreiben sowie Hören und Sprechen. Gleichzeitig arbeiten die Schülerinnen und Schüler immer wieder im Arbeitsheft Sprache erforschen an Rechtschreib- und Grammatikthemen. Als nächstes sage ich etwas zu den Kosten. Bei der Erstanschaffung sind viele Mehrwegmaterialien dabei. Dazu gehören die Strategie- und Reflexionskarten, die Sprachbox sowie die Literaturheftchen. Darum bieten wir im ersten Verkaufsjahr einen Spezialrabatt auf ein Vielrausch digital an und bieten die Möglichkeit an, die Kosten der Erstanschaffung auf mehrere Jahre zu verteilen. Die jährlichen Kosten betreffen die Arbeitshefte und die digitalen Lizenzen. Die belaufen sich auf ca. 18 Franken pro Kind pro Jahr im Kindergarten, respektive 35 Franken pro Kind pro Jahr in der ersten, zweiten Klasse. Wir kommen zur Erprobung. Ein Beispiel aus der Spiel- und Lernwelt Königsgeschichte zum Kompetenzbereich Literatur im Fokus. Der Autor Heinz Janisch hat sogenannte Kürzestgeschichten geschrieben. Die sind als Basis genommen worden, um diese Spiel- und Lernwelt zu entwickeln. In dieser Spiel- und Lernwelt geht es um szenisches Darstellen, um Tischtheater spielen, Geschichten erfinden, um Zeichnen, Schreiben und Illustrieren, Fantasie und Rollenspiel, sowie um die Frage, wer sind der Herr Janisch und der Herr Erlbruch. Die Kinder realisieren dann, dass hinter diesen Geschichten zwei Personen sind, nämlich jemand, der schreibt und jemand, der illustriert. Hier sehen wir zwei Beispiele aus dem Arbeitsheft Literatur zur Spiel- und Lernwelt Königsgeschichten. Anhand dieser Beispiele können wir schön zeigen, wie unsere Lehrmittelautorinnen probieren, die verschiedenen Kompetenzen, die bei den Lernenden bereits vorhanden sind, anzusprechen. Unter rechts sehen wir die Biografie vom Autor Heinz Janisch in drei Versionen. Blau mit ganz einfachen Worten und Sätzen, gelb ein bisschen komplizierter und grün relativ detailliert bis zur Angabe der Webseite. Mit dieser Art von Darstellung geben wir den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, den Text auszuwählen, den sie anspricht. Das wäre jetzt so eine Aufgabe, die man in der ersten und zweiten Klasse machen könnte. Im Kindergarten wäre es denkbar, dass man dem Kind die Biografie vorliest. Links sehen wir ein Beispiel, wie Kinder ihre eigene Königsfigur gestalten. Die Anleitung ist in Form von Piktogramm verfasst. Daneben gibt es aber auch ein Tutorial-Video, wo die Schülerinnen und Schüler mehrmals nachschauen und stoppen können, um die Figur selber herzustellen. Hier ein kleiner Ausschnitt. Im Anschluss werden die Figuren ausgeschnitten und fürs Tischtheater gebraucht. Hier sehen wir drei Bilder aus der Probung. Links ein Bild aus dem Kindergarten, in der Mitte ein Bild aus der kalbvollen Aufgabe «Die Krone tragen»,
wo die Kinder in die Rolle des Königs schlüpfen und so die verschiedenen Gefühle und Merkmale des Königs nachempfinden. Rechts ein Bild aus der Arbeit mit dem Tablet, wo im Lehrmittel Sprachwelt immer wieder einbezogen werden kann. In der Spiel- und Lernwelt bei Charlie und Lola geht es um die Geschwister Charlie und Lola. Im Zentrum dieser Spiel- und Lernwelt steht das dialogische Sprechen. Hier ein Beispiel. Du weißt doch noch, wie man Schnippschnapp spielt, oder Lola? Glaub schon. Man braucht zwei Karten, die gleich aussehen. Dann ruft man Schnapp. Also zwei Karten, die absolut gleich aussehen, dann ruft man Schnapp. 3, 8, 2, 5, 4. Die gehaltvollen Aufgaben aus dieser Spiel- und Lernwelt dreht sich um die Filmfiguren Charlie und Lola, um das Thema Gespräche führen, über Gespräche nachdenken, das Medium Film thematisieren, Filmszenen vertonen, also Dialog, Musik und Geräusche selber vertonen, sowie selber ein Kino planen, einrichten und betreiben, sowie in einem eigenen Filmclub über Film reden. Noch eine Klammerbemerkung zu Filmszenen vertonen. Sprachwelt deckt auch die Kompetenzen vom Modullehrplan Medien und Informatik aus dem Bereich Deutsch ab. Hier sehen wir wieder zwei Bilder aus der Erprobung. Auf der linken Seite bekommt man einen Einblick in die Planungsarbeit ins Mini-Projekt Kino. Und rechts sieht man zwei Kindergartenkinder, die über eine Sequenz aus einem Charlie- und Lola-Film erzählen. Einer der grossen Vorteile von Sprachwelt ist, dass sämtliche Materialien im Filmrausch abrufbar sind, so zum Beispiel auch die verschiedenen Filmausschnitte. Man muss also gar nichts zusammensuchen. Im Zyklus 2 haben wir eine weitere Erprobung durchgeführt im Bereich Hören und Sprechen mit dem Hörspiel «Anton taucht ab». Das Hörspiel handelt von einem Bub, der die Ferien mit den Grosseltern auf einem Campingplatz verbringt und dort verschiedene Abenteuer erlebt. Mündlichkeit wird im Lehrplan 21 stark gewichtet und nimmt darum auch im Lehrmittel Sprachwelt einen hohen Stellenwert ein. In der Lernwelt geht es darum, Hörspiel kennenzulernen, also Merkmal, Sprachgestaltung, Geräusch und Musik, und aufgrund dieser Analyse nachher ein eigenes Hörspiel zu produzieren. Eigene Schwerpunkte setzen, ein Drehbuch schreiben, Dialog aufschreiben, Erzählteil, Geräusch und Musik vertonen und somit einen eigenen Medienbeitrag zu erstellen. Bei dieser Lernwelt mit dem Schwerpunkt Hören und Sprechen arbeiten wir mit sogenannten Beobachtungs- und Beurteilungskarten. Das sind Karten, mit denen sich die Schülerinnen und Schüler gegenseitig beobachten können und einander Feedback geben können. Wir sehen hier ein Beispiel für eine Beobachtungskarte zur Stimmführung. Und das hier ist die dazugehörende Beurteilungskarte. Die blauen Punkte helfen bei der Selbst- und Fremdbeurteilung. Der Schüler oder die Schülerin stellt sich dazu die Frage, auf welchem Punkt stehe ich? Tipps helfen dabei, die Kompetenz weiterzuentwickeln. Hier sehen wir drei weitere Beispiele. Die Beurteilungskarte für Gefühle und die zwei Beobachtungskarten für Gespräche und Gedanken sowie Mimik und Gestik. Beim Übungsmaterial von Sprachwelt geht es nicht darum, das Arbeitsheft einfach durchzuschaffen. Die Kinder sollen dort üben, wo sie Übungsbedarf haben. Das sieht man zum Beispiel bei den Zählkreisen. Jedes Mal, wenn die Kinder eine Liste durchgelesen haben, können sie im gelben Balken das entsprechende Symbol eintragen. Es geht nicht darum, jede Liste fünfmal durchzulesen, sondern darum, sie so häufig zu lesen, bis man sie kann. Beim Lesen sollen die Kinder erkennen, dass die Wörter in den beiden Baumustern unterschiedlich tönen. Wir haben Rosewörter und Wolkenwörter. Es sind beides trochäische Wörter mit der Betonung auf der ersten Silbe. Die Silbe ist aber entweder offen, so wie bei Rose, oder sie ist geschlossen, so wie bei Wolke. Der Vokal ist gespannt, also lang gesprochen, oder ungespannt, kurz gesprochen. Wir arbeiten aber auch mit Sichtwörtern.
Die Liste, die auf der rechten Seite auf dem Kopf steht, ist gedacht als Blitzleseübung, um kurze Funktionswörter zu üben. Die Eule kommt auch immer wieder in den Übungsmaterialien vor und gibt den Schülerinnen und Schülern Tipps. Hier noch ein paar Bilder aus den Erprobungen mit den Arbeitsheftern. In der Sprachwelt wird häufig mit Silben geschaffen. Hier ist ein Bildausschnitt aus dem Arbeitsheft. Man sieht hier, dass die betonte erste Silbe jeweils mit einem dicken Strich gekennzeichnet wird und die Reduktionssilbe mit einem dünnen Strich. Auch beim Schreiben wird mit dem Silbenmodell geschaffen. Die Schülerinnen und Schüler schreiben dann die Wörter passend ins Silbenmodell. Wir arbeiten aber auch mit sogenannten traditionellen Rechtschreibthemen, also wie hier zum Beispiel mit «st» und «sp» im Wort «innere». Und auf der vorgängigen Seite im Arbeitsheft geht es beispielsweise um «st» und «sp» am Wort «Anfang». Das Arbeitsheft «Lesen und Schreiben» im zweiten Zyklus kombiniert die beiden Kompetenzbereiche aus dem Lehrplan 21. Im ersten Teil starten wir mit einem Grundlagentraining, das durch digitale Komponenten ergänzt wird. Das ist übrigens auch im ersten Zyklus der Fall. Nachher haben wir einen Teil fürs literarische Lesen und Schreiben, so wie der Lehrplan 21 aufgebaut ist. Im Teil 3 geht es ums Lesen und Schreiben von Sachtext. Im Teil 4 treffen die Schülerinnen und Schüler auf vielfältige Textmuster. Da orientieren wir uns stark an den unterschiedlichen Textsorten. Im letzten Teil werden weitere Inhalte wie das Thema Bibliothek behandelt. Im Arbeitsheft «Lesen und Schreiben» geben wir Empfehlungen ab, welche Materialien wann eingesetzt werden können. Das Arbeitsheft «Lesen und Schreiben» begleitet die Lernenden während dem ganzen Zyklus. Im Moment arbeiten rund 40 Klassen mit dem Sachtext, den wir hier sehen. Den Sachtext über Frida Kahlo empfehlen wir für die 3. und 4. Klasse und den Sachtext «Weinen» für die 5. und 6. Der Sachtext über das Thema Klimawandel ist ein Hypertext, auf den die Schülerinnen und Schüler ausschließlich digital Zugriff haben. Wir denken, dass das Thema im ganzen Zyklus 2 durchgenommen werden kann, da ein reichhaltiges Angebot an Textteilen besteht, wo man sich selber zusammenstellen kann. So lernen die Schülerinnen und Schüler konkret, wie man mit so einem Angebot umgeht. Im Arbeitsheft sieht dann das folgendermaßen aus. Zuoberst im lila Kasten sehen die Schülerinnen und Schüler, an welcher Kompetenz sie gerade arbeiten. Der Maki gibt wichtige Tipps für die Entwicklung dieser Kompetenz. Hier sehen wir ein Beispiel für die Vernetzung von Lesen und Schreiben im Arbeitsheft. Die Schülerinnen und Schüler wählen eine der beiden berühmten Persönlichkeiten aus und erstellen einen eigenen Paralleltext. Die roten V, W und N sind Strategien, die wir hier sehen. Vor dem Schreiben, während dem Schreiben und nach dem Schreiben. Diese Gliederung treffen die Kinder im Sprachwelt immer wieder an. Vor, während und nach. Eine letzte Bemerkung betrifft die Formulierungshilfen. Die helfen den Schülerinnen und Schülern, die sich nicht zutrauen, den Text allein zu formulieren. Hier bietet die Sprachwelt helfende Textkörper. Die Formulierungshilfen werden auch direkt im Arbeitsheft abgedruckt, sodass die Lehrperson nicht nach diesen Materialien suchen muss, sondern direkt auf den grünen Kasten verweisen kann. Sprache erforschen im Zyklus 2 bedeutet, dass sich die Schülerinnen und Schüler die wichtigsten Kompetenzen in der Rechtschreibung und Grammatik aneignen. Sprachwelt nennt das Arbeitsheft «Sprache erforschen», weil wir den forschenden Teil dieser Bereich stark ins Zentrum stellen wollen. Im Thema Wortbildung, wo es um Morphem geht, steigen wir mit Komposita ein. Das ist eine spannende Welt zum Entdecken, weil es im Deutschen von diesen zusammengesetzten Wörtern wimmelt. Auf dieser Seite geht es darum, dass es Komposita gibt, wo sogenannte Fugenelemente brauchen. Beispiel ist Glücksgefühl. Das setzt sich aus den Wörtern Glück und Gefühl mit dem Fugenelement S zusammen. Solche Beispiele schneiden die Schülerinnen und Schüler aus, zeichnen es an und kleben es ins Arbeitsheft. Im Arbeitsheft «Sprache erforschen» kommen auch immer wieder die kleinen Aha-Kreise vor.
Das sind Momente, die zeigen, ah, jetzt komme ich draus. Und natürlich gibt auch der Maki immer wieder gute Tipps. Im Zyklus 1 arbeitet die Sprachwelt mit sogenannten Strategie- und Fokuskarten. Die Strategien enthalten 4 bis 8 Teilstrategien. Bei den abgebildeten Karten geht es um das Thema «Ein Gespräch führen». Diese A5-Karte ist relativ komplex, darum bietet die Sprachwelt auch sogenannte Fokuskarten an. Die fokussiert sich jeweils auf eine Teilstrategie mit Fragen zum Vertiefen auf der Rückseite. Das bedeutet konkret, dass man in einer Sprechsituation zum Beispiel 3 von diesen Karten in die Mitte vom Kreis legt und sagt, wir achten uns in diesem Gespräch auf diese 3 Punkte. Man kann sie aber auch zum Beobachten brauchen, also zum formativen, lernprozessunterstützenden Beurteilen. Im ersten Zyklus werden 20 solche Strategien angeboten. 8 Strategien zum Hören und Sprechen, 8 Strategien zum Lesen und Schreiben, 2 Strategien zu Literatur im Fokus sowie 2 übergreifende Strategien. Strategieheft aus dem zweiten Zyklus schließt an die Strategien aus dem ersten Zyklus an und führt diese weiter aus. Im zweiten Zyklus schafft die Sprachwelt mit einem Heft, wo auch in anderen Fächern gebraucht werden kann, so zum Beispiel die Strategien zu Sachtexten für das Fach NMG. Schriftspracherwerb, das steht für Lesen lernen und Schreiben lernen. In diesem Kapitel der Präsentation möchte ich Ihnen zeigen, wie Schülerinnen und Schüler die beiden Grundkompetenzen in der Sprachwelt erwerben und wie das nachher weitergeht in der Rechtschreibförderung im zweiten Zyklus. Beim Schriftspracherwerb richtet sich Sprachwelt in 3 Richtungen aus. Bei der Schrifterfahrung geht es darum, die Bedeutung und die Sinnhaftigkeit vom Lesen und Schreiben zu erfahren. Das passiert über Sprachhandlungen, zum Beispiel im Freispiel, indem Sie Billet oder Notizzettel schreiben. Die zweite Ausrichtung ist der Handschrifterwerb. Die basiert auf dem Luzerner Lehrmittel «Unterwegs zur persönlichen Handschrift». Das Arbeitsheft «Buchstaben aus Sprachwelt» ist als Ergänzung zu dem Lehrmittel gedacht. In diesem Heft stehen jedem Buchstaben 3 Seiten zur Verfügung. Auch das ist aber für die Arbeit mit den Silben konzipiert. Der Erwerb vom Schriftsystem basiert auf dem Prinzip, dass an einem Laut ein Buchstabe und an einem Buchstabe ein Laut zugeordnet werden kann. Schriftsystem erkunden heisst aber auch Silben erkunden, Wörter erkunden und Sätze erkunden, also Texteinheiten. Die beiden Kinder im Zentrum dieser Darstellung arbeiten mit dem Forschungsbogen Schrift. Den schauen wir uns später noch etwas genauer an. Für den Schriftspracherwerb arbeiten die Schülerinnen und Schüler mit 5 Arbeitsheften. Sprache erforschen 1, das ist das Arbeitsheft aus dem Kindergarten. Dort geht es zum Beispiel um Silben und Vokal. Das Arbeitsheft Buchstaben ist ein Lehrmittel, das die einzelnen Buchstaben einerseits aus graphomotorischer Sicht behandelt, andererseits aber auch immer mit der Stellung im Wort in Verbindung bringt. Beim Arbeitsheft Lesen geht es ums Lesetraining und beim Arbeitsheft Schreiben ums Schreibtraining. Und bei Sprache erforschen 2 für die erste und zweite Klasse sehen wir die Eule, wo eine Silbe anleuchtet. Da geht es darum, dass die Schüler erste Regelmäßigkeiten und Besonderheiten von Silben entdecken. Der Forschungsbogen, das ist ein gefalteter A3-Bogen. Wenn man den auffaltet, dann sieht man die einzelnen Phoneme der deutschen Sprache, also die Laut, und dazu passend die Grapheme, also die Buchstaben. Sie sehen, dass man die Vokal und Konsonanten unterschiedlich darstellt. Bei den Konsonanten schaffen wir mit dem A-Laut und bei den Vokal schaffen wir mit dem Silbenkern. Der Buchstabe P oben links wird konnotiert mit dem Wort Palme. Im Vergleich zu A-Laut-Tabellen aus anderen Lehrmitteln haben wir bei unserem Forschungsbogen das Wort auch ausgeschrieben. Das kann eine Herausforderung oder eine Unterstützung sein. Man kann die zu Beginn aber auch weglassen. Konsonanten sind nach dem Bildungsort gruppiert. Beispielsweise die Plosive in stimmlos und stimmhaft, also P und B.
Die Vokale sind nach lang und kurz angeordnet. Wir setzen hier auf einen Silbenkern, also den Inlaut, und nicht auf einen Silbenanfang, weil wir auch hier davon ausgehen, dass der einzelne Buchstabe den Wert erst im Kontext der Silbe bekommt. Nudel und Tulpe, zweimal der Buchstabe U, tönen ganz anders. Unter rechts haben wir Diphthonge, wo wir in den Schülerinnen und Schülern bewusst machen können, dass die Kombination der jeweiligen Buchstaben zu eben diesen Diphthongen führt. Auf der Rückseite finden die Schülerinnen und Schüler die Basisschrift mit den Pfeilen in Schreibrichtung. Auch finden sie auf dem Forschungsbogen die vier Baumuster vom Silbenmodell. Im Zyklus 1 arbeiten wir mit den ersten beiden Modellen Rose und Wolke. Im Zyklus 2 arbeiten wir schwerpunktmässig mit dem Baumuster 3 und 4. Das sind einerseits die Doppelkonsonanten und andererseits das silbeneröffnende H. Das sind keine Dehnungen, sondern silbeneröffnendes H, wo im Deutschen oft vorkommt, z.B. bei gehen, stehen und so weiter. Wieso der Fokus auf Silbe? Mit der reinen Buchstabenzuordnung kommen wir einfach recht schnell an Grenzen. Man könnte die deutsche Orthographie mit der reinen lautorientierten Verschriftung nicht genügend realisieren. Die Schülerinnen und Schüler dürfen schon lautorientiert arbeiten. Sie kommen ja auch oft schon mit diesen Mustern in die Schule. Aber wir möchten möglichst schnell die Verbindung mit dem Silbenmodell herstellen. Wie lernen die Schülerinnen und Schüler Rechtschreibung mit Sprachwelt? Gemäss aktuellen Forschungen ist die fehlende Einsicht in die Struktur der geschriebenen Sprache die Hauptursache für unzureichende Rechtschreibleistungen. Sprachwelt versucht darum, mit vier Prinzipien die Schülerinnen und Schüler die nötigen Strukturen näher zu bringen. Auch Sprachwelt orientiert sich am phonografischen Prinzip, also der Zuordnung von Laut zu Buchstaben und umgekehrt. Um das herum kommen auch wir nicht. Wir setzen aber besonders stark auch auf das silbische Prinzip, wo die silbischen Regularitäten zum Erfassen der Wortstruktur aufzeigt. Beim morphologischen Prinzip geht es darum, Morphem als Struktureinheit zu erkennen. Und das syntaktische Prinzip beinhaltet Themen wie Interpunktion, Grossschreibung oder getrennt und Zusammenschreibung. Hier sehen wir gerade ein Beispiel, das wir im Moment in der Praxis am Erproben sind. Sprachwelt bietet hier einen neuen Zugang zur Grossschreibung in Sätzen, den syntaxbasierten Zugang. Der wortartenbezogene Zugang wird hier durch die Frage ersetzt: Wenn ich nicht weiß, ob ein Wort groß oder klein geschrieben wird, setze ich vor das Wort ein Adjektiv. Wenn ich also sagen kann, beim schnellen Joggen, dann wird Joggen gross geschrieben. Letztlich geht es darum, das Kernwort in der Nominalgruppe zu erweitern und auf diese Art und Weise zur Gross- und Kleinschreibung zu kommen. Eine kurze Zusammenfassung. Was macht die Sprachwelt anders? Als Zykluslehrmittel entspricht es dem Konzept vom Lehrplan 21. Sprachwelt deckt alle Kompetenzbereiche aus dem Fach Deutsch und alle deutschspezifischen Kompetenzen aus dem Modullehrplan Medien und Informatik in den ersten beiden Zyklen ab. Hinter Sprachwelt steckt ein durchgängiges Konzept vom Kindergarten bis zur 6. Klasse. Sprachwelt ist konsequent auf heterogene Klassen ausgerichtet. Das Lehr- und Lernverständnis von Sprachwelt lautet voneinander, miteinander, nebeneinander lernen und setzt auf Offenheit und Struktur. Sprachwelt orientiert sich an aktuellen Entwicklungen aus der Deutschdidaktik. Sprachwelt ist bereit für Digitalisierung. Und Sprachwelt ist ein kooperativ und dynamisch angelegtes Projekt. Sprachwelt 1 erscheint im Frühjahr 2021 und Sprachwelt 2 im Frühjahr 2022. Jetzt möchte ich noch schnell etwas dazu sagen, wer hinter Sprachwelt steckt. Das ist für die Gesamtprojektleitung Nadine Drachsel, in der inhaltlichen Projektleitung Walter Hartmann sowie ein sechsköpfiges Team von Autorinnen für Sprachwelt 1
und ein ebenso grosses Team, das an Sprachwelt 2 arbeitet. Die Wortschatzerweiterung findet integral statt und andererseits haben wir ein grosses Set an Karten, wo wir mit Wortschatzerweiterung sehr eng verknüpfen. Also wir haben 19 Kartensets mit ganz vielen Karten, die beispielsweise für Kinder mit Deutsch als Zweitsprache, aber auch mit Kindern mit Deutsch als Erstsprache von diesen Kartensets können profitieren. Dass ihr euch das vorstellen könnt, vielleicht zwei Beispiele. Wir haben ein Kartenset mit rund 80 Fotografien, die im Format A5 sind. Und an diesem Beispiel kann man eine Wortschatzerweiterung machen. Ein zweites Beispiel, wir haben viele Kartensätze, wo es um Begrifflichkeiten geht, also wo es um die Hauptwortarten geht, aber wo auch Präpositionen beispielsweise, die ja für einen Wortschatz eine ganz wichtige Rolle spielen, vorkommen, vorgesehen. In einem zweiten Umgang, wo wir wahrscheinlich nicht werden auf April schon parat haben, werden wir mit Wimmobildern arbeiten, wo wir werden probieren, mit Wimmobildern die Wortschatzerweiterung weiterzuführen. Das lässt nachher alle Facetten zu. Wir können dort über Wort, über Satz und so, über die verschiedenen Wortarten und so weiter, kommen wir nachher zu einer Wortschatzerweiterung. Überblick über die einzelnen Materialien. Wir stellen drei Spiel- und Lernwelten vor. Es ist auch der Link angegeben dort, wo man die Spiel- und Lernwelten digital anschauen kann. Wir stellen die einzelnen Arbeitshefte vor mit Ausschnitten von Seiten aus diesen Arbeitsheft. Wir stellen Strategie-Fokus-Karten vor. Wir stellen die Kartensätze vor. Und im letzten Teil werden die ersten zwei Kapitel vom Grundlagenband angeboten, wo man sich grundsätzlich informieren kann über den Aufbau, über Schwerpunkte von Sprachwelt 1. Der Schriftspracherwerb hat natürlich Vorläuferfähigkeiten und Vorläuferfertigkeiten im Kindergarten, wo wir die phonologische Bewusstheit aufbauen. Dort nehmen wir das Konzept, das jetzt sind, auf. Die Kinder arbeiten mit Reim, mit Silben. Und dort tun wir natürlich das Silbenmodell bereits vorbereiten, noch ohne die geschriebene Sprache, aber mit vielen Sprechsilben. In getrennten Schulstrukturen, wenn wir nachher in der ersten Klasse anfangen, das ist vielleicht die Frage, die speziell interessiert. Wie muss man sich dort den Ablauf vorstellen? Wir haben das Arbeitsheft Buchstaben, wo man nach wie vor so vorgehen kann, wie es viele Lehrpersonen vielleicht gewohnt sind, dass wir zum Beispiel den Buchstaben der Woche ins Zentrum stellen. Man kann aber auch sehr individuell mit diesen Materialien aus dem Buchstabenheft arbeiten. Parallel dazu haben wir im Arbeitsheft Lesen und im Arbeitsheft Schreiben die ganz elementaren Tätigkeiten vom Schriftspracherwerb am Anfang vom Heft, also laut Buchstabenbeziehungen, Grapheme, Phoneme, Phoneme, Grapheme, Lesen, Schreiben, Schreiben, Lesen. Und so muss man sich vorstellen, dass wir mit dem Schriftspracherwerb voranschreiten. Es ist also nicht so, dass wir einfach sagen, wir tun wie bei Lesen durch Schreiben, 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 Schreiben und einmal ergibt sich als Nebenprodukt zu lesen. Nein, bei uns ist es eigentlich parallel, aber mit einer leichten Bevorzugung vom Lesen, weil wir wollen eigentlich vom Lesen zum Schreiben kommen. Wir nennen es nicht Schreiben durch Lesen, aber wir tun das Lesen in dem Sinn favorisieren, dass die Kinder eben die typisch trochaischen Wörter von Anfang an richtig und sicher lesen können. Wir haben dort auch mit Silbenbogenunterstützungen drinnen. Wir haben Wortlisten, die sie lernen. Also dort werden sie die Sicherheit erlangen.
Für uns alle und für euch Lehrpersonen, aber auch für uns Lehrmittelschaffende ist es natürlich eine unerträgliche Vorstellung, dass man mit einer Kopierflut an die Schülerinnen und Schüler hergeht. Also eine Antwort ist, jetzt auf die Frage zusammensuchen, nein, das muss man nicht. Das wird alles im Vielkurs digital angeboten. Kann ich ein Beispiel machen? Wir haben Spiel- und Lernwelt ausprobiert, wo wir mit Filmausschnitten arbeiten. Dort ist jeder Filmausschnitt, den wir für eine spezielle Lernsequenz brauchen, also steht parat. Den muss man nicht irgendwo aus einer Box oder weiss nicht woher holen. Das sind minütige Filmausschnitte, wo wir sagen, das ist eine Gesprächsgrundlage für im Zyklus 1. Die mündliche Kommunikation zu fördern, das steht dort parat. Nachher eben wegen dieser Kopierflut, ja, ganz ohne Kopiervorlage kommen wir nicht aus, aber wir setzen natürlich stark auf das Digitale. Also wir werden natürlich den Schülerinnen und Schülern auch Aufträge können digital anbieten, dass sie nicht müssen vor einer Kopiervorlage, wo sie vielleicht am Schluss nicht mehr brauchen, nur weil sie etwas haben müssen lesen, dass sie den Auftrag verstehen, ausgehen. Also, das ist für uns ganz, ganz zentral. Wir haben Lernwelt im Zyklus 2 zum Thema Hörspiel erprobt und haben dort den Lehrpersonen nicht ein Programm können anbieten, für ein Hörspiel zu machen, aber wir haben ihnen Tipps gegeben, wie sie könnten Geräusche unterlegen, wie sie könnten den Wechsel machen von Erzählperson und direkter Rede. Und eigentlich waren die Rückmeldungen insofern positiv gewesen, dass es nicht geheißen hat, ja, wir hätten gerne ein eigenes Hörspielprogramm. Also das ist im Moment nicht vorgesehen, aber wie der Thomas gesagt hat, unser Lehrmittel ist ein dynamisch aufgebautes Lehrmittel. Wenn wir merken, dass in diesem Bereich ein grosses Bedürfnis ist, dann tun wir uns das natürlich im Verlag nachher überlegen, ob man könnte etwas in dieser Art nachrüsten. Die Situation ist so, wir sagen ja, unser Lehrmittel ist ausgesprochen gut geeignet für die Arbeit mit heterogenen Klassen. Und jetzt spezifisch auf den IF-Bereich fokussiert. Wir haben natürlich nicht ein Lehrmittel, wo, sagen wir, Schülerinnen und Schüler mit Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten spezifisch gefördert werden. Aber wir gehen davon aus, dass die Materialien, die wir anbieten, im Rahmen eines IF-Unterrichts von der integrativen Förderung können adaptiert eingesetzt werden. Und von dort her würde ich sagen, ja, das hat es, aber nicht spezifisch Materialien für Kinder mit einer ausgeprägten Schwierigkeit in irgendeinem Bereich von der deutschen Sprache, sei es Mündlichkeit oder Schriftlichkeit. Ja, wir haben in der Spiel- und Lernwelten in der einen Spalte natürlich Beobachtungsgesichtspunkt Situation. Die Strategie- und Fokuskarten nennen, die sind einerseits da, für Strategien aufzubauen und andererseits für die formative Beurteilung, also für Beobachten und Beurteilen. Und da werden wir Instrumente anbieten. Wir nennen es Beobachtungs- und Beurteilungsbogen, wo die Lehrpersonen Notizen anfertigen kann. Das ist so ein bisschen auf einer mittleren Ebene. Es ist nicht einfach situativ einsetzbar, wenn es jetzt um einen Gesprächsanlass geht, beispielsweise. Es ist aber auch nicht einfach auf einer ganz hohen Ebene, sondern es ist so eine mittlere Ebene, wo man in verschiedenen Situationen mit dem Instrument wird können arbeiten.
Ja, wir werden auch im Zyklus 1 Summatives anbieten, aber natürlich nicht mit Blick auf eine Notengebung, aber summativ im Sinn von einer Bilanz nach einer gewissen Phase von Lernen und Arbeiten finden wir auch im Zyklus 1 natürlich wichtig. Der Zyklus 2 wird dort sicher mehr anbieten, weil wir sind uns natürlich völlig bewusst mit dem ganzen Übergang in die Sekundarstufe 1. Kommen wir nicht drum um. Wir haben dort das Feinkonzept noch nicht so, dass ihr jetzt breit ausholen könnt, aber das wird natürlich zur Verfügung stehen. Ohne das würde unser Lehrmittel auch kaum gekauft, wenn wir das nicht würden anbieten. Ja, das kann man. Aber es ist natürlich schon so, dass wir im Kindergarten beispielsweise mit der Strategie-Fokus-Karte einsteigen, mit den verschiedenen Kartensätzen. Die Spiel- und Lernwelten haben in dem Sinn schon einen modularen Charakter, dass man sich einsetzen kann zu verschiedenen Zeitpunkten und in verschiedenen Schulstrukturen. Man müsste einfach sich bewusst sein, dass der ganze Vorbau von der Silben, wo wir im Kindergarten, wie ich es vorhin gesagt habe, ohne die geschriebene Sprache machen, und zwar eben fokussiert auf die trochaischen Wörter. Man müsste das aufarbeiten, aber das werden wir aufzeigen, wie man dort mit diesen Materialien einfach in der ersten Klasse ohne KG starten. Also es ist denkbar, aber aus unserer Sicht ist natürlich Kontinuität vom Kindergarten bis zur 6. Klasse. Also wir haben es auf das hier ausgerichtet, ja. Also das ist uns natürlich ein zentrales Anliegen, dass der Anschluss da ist. Wir arbeiten mit Brückenangebot im Zyklus 2 beispielsweise, weil wir ja auch davon ausgehen können, dass vielleicht im Zyklus 1 noch nicht mit Sprachwelt ist geschaffen worden, aber die Übergänge, die sind eigentlich gewährleistet. Die spezifische Frage bei einem zyklusübergreifenden Schul- und Klassenkonzept, eben zweite, dritte Mischklasse, dort werden wir Lösungen anbieten, wie man das handhaben. Es wird je nach Kompetenzbereich und je nach Lehrmittelteil sehr verschieden aussehen. Also bei den Spiel- und Lernwelten bzw. Lernwelten, dort kann man eigentlich gut eine einfache Lernwelt aus dem Zyklus 2 bereits auch im Zyklus 1 machen und umgekehrt eine komplexe Spiel- und Lernwelt vom Zyklus 1, wo eben die zweite Klasse noch wäre, in Zyklus 2 ziehen. Bei den Arbeitsheft würden wir wahrscheinlich am besten fahren oder fahrt man am besten, wenn man dort mit den Schülerinnen und Schülern vor der dritten Klasse mit dem Sprachforschungsheft 1 arbeitet. Das ist im Kompetenzbereich von Sprachen im Fokus, also Rechtschreibung und Grammatik. Bei den anderen Heften kann man Mischform wählen, weil der Abschluss vom Arbeitsheft Lesen beispielsweise, Zyklus 1, ist natürlich für förderbedürftige Schülerinnen und Schüler vor der dritten Klasse vielleicht halt noch immer noch zu schwierig. Also dort könnte man mit beiden Materialien dann arbeiten. Es ist so, dass wir im Angebot haben, also von den Materialien her, bekommt man das Zyklusmaterial im digitalen Bereich, wenn man die Lizenz kauft. Dort bieten wir nicht Klassenlizenz anbieten, sondern Lizenzen pro Schülerin und Schüler. Dort ist alles Material dabei. Wenn man jetzt ausschließlich mit einer zweiten Klasse arbeitet, dann haben wir im Angebot einfach das Paket für erste und zweite Klasse, wo ja der Thomas vorgestellt hat, welche Arbeitshefte das dort drin sind, die sind für 2 Jahre zum Brauchen gedacht oder zum Einsatz gestaltet. Also wir haben nicht klassenspezifische Materialien, es sind Zyklusmaterialien,
bei den Heften zum Literatur, zum Kompetenzbereich Literatur im Fokus. Dort haben wir ja die 10er-Pakete mit jeweils einem Heft drin. Dort kann man natürlich entsprechend auswählen für eine zweite Klasse. Wir empfehlen ja pro Schuljahr 2 von diesen Heften anzuwenden in Kombination mit der Spiel- und Lernwelten. Dort ist das auch möglich, aber das Paket für die erste und zweite Klasse können wir leider nicht auseinandernehmen. Vielleicht noch einmal schnell zu der Lizenz für die digitalen Materialien für Schülerinnen und Schüler, aber auch die Lizenz für viel Raus Digital. Das hat der Thomas auch gesagt, das sind Jahreslizenzen. Also da zahlt man nicht gerade für 4 Jahre für den ganzen Zyklus, sondern dort kann man wirklich eine Lizenz für 1 Jahr erwerben.